Nicht so extrem, aber natürlich der Unterschied zu den größeren Leuten, die was jetzt bis zu 5 cm länger in den Ski springen dürfen, das ist natürlich gewaltig. Da merkt man schon, dass die einfach vom Vergleich zu letzten Jahren einen Riesenvorteil dazu bekommen haben, sagen wir mal theoretisch. Sag doch mal was zum Sprung von Nicolas Dessus. Oh, ich glaube, der ist am schwierigsten vom Schanzentisch weg zum Beurteilen, weil der sehr flache Flugkurven hat und unten fliegt, aber dieses Mal leider aber auch nicht so weit so geflogen, ja. Ja, aber man kann da die schwierig was zum die sagen. Die Skispringer sind halt keine Vögel, ne? Die können immer fliegen. Ja, ne? Ja. 114 Meter, Arkheim mit 128,5 Metern immer noch an der Spitze. Es ist, Goldi, ganz schwer einzuschätzen von unserer Position, wie ist der Wind. Da wird er manchmal eingeschrieben, aber das ist der am Tisch. Ich habe schon zum Hans-Peter gesagt, das ist aber gar nicht entscheidend. Entscheidend ist